Machst du deine Nägel oder einen Salat? Wir können beide Dinge gleichzeitig tun. Ich liebe diese süßen Gummienten. Ich wünschte, ich könnte so eine Maniküre haben. Die Nageldesignerin ist schon da. Sie kann jeden Kundenwunsch erfüllen, auch unter Wasser. Lackiert Nägel mit gelbem Nagellack. Verwendet Nagellack und einen dünnen Pinsel, um ein Entengesicht zu malen. Und geht mit klarem Nagellack drüber. Malt insgesamt 2 Enten. Deine Unterwassermaniküre ist fertig. Wow, die Enten sind so süß. Ein Bad mit diesen Entennägeln zu nehmen, macht so viel mehr Spaß. Diese junge Dame braucht neue Nägel. Ich will etwas Feuriges. Genau wie meine Persönlichkeit. Klar. Nein. Normale rote Nägel sind viel zu schlicht. Ich brauche etwas Würziges und Scharfes. Genau wie meine Lieblings-Chilischoten. Die sollten auf meinen Nägeln sein. Sei vorsichtig. Bestreich deinen Nagel mit beigem Lack und malt eine rote Chilischote darauf. Bestreich den Nagel mit mattem Nagellack. Definiert die Chilischote mit klarem Lack, um eine 3D-Optik zu erhalten. Trocknet es unter einer UV-Lampe. Tragt die oberste Schicht einige Male auf und lasst es dann trocknen. Malt insgesamt 2 Chilischoten und bestreicht den Rest mit rotem Nagellack. Die Maniküre mit Chilischoten aufzupeppen ist eine tolle Idee. Jetzt sind meine Nägel bereit. Sie sind endlich scharf und feurig genug. Ich bin laktoseintolerant. Meine Hand hat sich in eine Kuh verwandelt. Puh, es war nur ein Albtraum. Meine Hände sind noch dieselben. Ich habe nur eine neue gemusterte Maniküre. Beschichtet einen Nagel mit weißem Nagellack. Verwendet den Griff eines Pinsels und schwarzen Nagellack, um so ein Muster zu malen. Malt das Muster auf die restlichen Nägel. Lackiert deinen Nagel ganz schwarz. Beschichtet das Muster mit klarem Lack. Ich kann ganz beruhigt schlafen. Und dabei wurden keine Kühe verletzt. Ich habe wieder eine Menge Fanpost. Das ist echt aufregend. Und ich muss natürlich jeden antworten, weil ich eine liebe und nette Berühmtheit bin. Meine beste Antwort ist ein Kuss. Aber ich habe so viele Buchstaben und nur einen Mund. Ich habe gerade die ersten Briefe geküsst. Und jetzt kommen noch viel mehr. Ich brauche jetzt einen Stempel für schnelle Antworten. Schneidet Lippen aus einem Radiergummi aus und formt einen Stempel. Mit diesem Lippenstempel kann ich viel schneller antworten. Oh, jetzt haben meine Nägel auch einen Kuss. Hey, das ist eine großartige Idee. Tragt rosa Nagellack auf den Stempel auf und macht einen Abdruck auf einen weißen Nagel. Bestreicht den Nagel mit mattem Lack. Macht einen weißen Lippenabdruck auf rosa Nägeln. Meine Finger sehen süß aus. Meine Fans werden sich freuen. Es gibt eine neue Kundin in Liliens Nagelstudio. Obwohl es eine große Auswahl an Farben gibt, entscheidet sie sich immer noch für schwarz. Wenn die Kundin das nun mal will. Lilien wurde durch einen Anruf abgelenkt und die Kundin weiß nicht, was sie machen soll. Sie legt ihre Nägel in ein Schaumbad, anstatt sie unter der Lampe zu trocknen. Ups, ist es das erste Mal, dass du deine Nägel machen lässt? Warum hast du deine Nägel ins Schaumbad gelegt? Ich find's cool. Lass uns diesen Effekt auf einem weißen Hintergrund wiederholen. Beschichtet deinen Nagel mit weißem Gel-Lack. Tragt nach dem Trocknen eine Schicht schwarzen Nagellack auf. Fügt Seifenschaum mit einem Pinsel auf die feuchte Politur hinzu und trocknet es unter der UV-Lampe.
wischt den überschüssigen Schaum ab. Er stellt auf die gleiche Weise ein Muster auf weißer Politur, wobei ihr dann die schwarze Politur als Basis verwendet. Nach einem Schaumbad und einer UV-Lampe sind die Nägel mit einem mysteriösen Muster bedeckt. Ein Glück habe ich die Lampe und den Schaum verwechselt. Diese Kunde liebt alles, was bunt ist. Und sie braucht eine Maniküre, die zu ihrem Look passt. Kein Schwarz, nur Regenbogenfarben. Okay, ich kenne die perfekte Maniküre für dich. Trag weißen Lack auf einen Kunstnagel auf. Zeichne dann Regenbogenstreifen. Macht vertikale Linien mit einem Pinsel, um ein Muster zu erstellen. Reib den Nagel nach dem Trocknen mit einer Wachskerze ein. Füg Flüssigseife zu weißer Gouache hinzu und mischt es. Beschichtet den Nagel damit und lasst die Farbe erstmal trocknen. Weiße Nägel? Das ist so langweilig. Ich hab dir gesagt, ich will Regenbogenfarben. Sei nicht so voreilig, Einhorn. Denn Regenbogen versteckt sich innen drin. Du musst nur die schützende weiße Schicht mit einer Feder abkratzen. Und du wirst dann den Regenbogen sehen. Oh, danke. Das ist die beste Maniküre. Diese Chefin muss so viele Dokumente unterschreiben. Das hört ja nie auf. Meine Hand ist schon ganz taub. Aber ich weiß, wie ich diesen Prozess beschleunigen kann. Ich brauche eine Maniküre, die schön und nützlich ist. Ich kombiniere einfach meine Nägel mit Bürosachen. Klebe eine Feder auf jeden Nagel. Oh, danke, ich liebe es. Jetzt kann ich 10 Dokumente gleichzeitig unterschreiben. Schnell und schmerzlos. Warum ist mir das nicht schon vorher eingefallen? Ich liebe es, Wörter mit meinen Notizen mit verschiedenen Markern hervorzuheben. Aber es dauert natürlich. Ich kann nicht alles aufschreiben. Und ich muss immer wieder andere Farben benutzen. Es gibt doch einen einfacheren Weg. Schneide die Unterseite des Markers ab. Und befestige doppelseitiges Klebeband am Nagel. Und befestige die Stiftspitze daran. Bringt sie an allen Nägeln an. Die Schulmaniküre ist fertig. Jetzt kann ich schnell alle Informationen hervorheben. Diese Maniküre kam mir gerade recht. Mit feuchten Nägeln in die Küche zu gehen, ist sehr mutig. Meine Soße muss dicker sein. Ich füge noch etwas Maisstärke hinzu. Oh nein, meine Maniküre! Meine Nägel sind mit Maisstärke bedeckt. Und sie wurden matt? Lackiert Nägel mit Nagellack. Und bestreut sie mit Maisstärke. Entfernt den Überschuss mit einem Pinsel und spült die Nägel unter Wasser ab. Ich habe matte Nägel, ohne Nagellack. In der Küche entstehen die besten Ideen. Während ich mein Malbuch mit Perlen dekoriere, hat meine Freundin es geschafft, ihre frischen Nägel in die Perlen zu stecken. Wow, das sieht toll aus. Findest du nicht? Nein. Du bekommst jetzt von mir eine Perlenmaniküre. Beschichtet ein Nagel mit blauem Nagellack. Fügt eine matte Schicht hinzu. Tragt dann beigen Gellack auf einen Zahnstocher auf. Und dreht den Zahnstocher so, dass sich der Tropfen in eine Kugel verwandelt. Lasst die Kugel unter der UV-Lampe aushärten und dreht den Zahnstocher weiter. Beschichtet die Kugel mit Decklack und trocknet sie dann. Reibt dann Perlenpuder ein. Bestreicht die Kugel mit einer weiteren Deckschicht und haltet sie wieder unter der UV-Lampe. Schneidet die Perle vom Zahnstocher ab und klebt sie auf den Nagel. Macht auf diese Weise verschiedenfarbige Perlen.
befestigt auch silberne Perlen am Nagel. Wow, dieses Nageldesign sieht super elegant aus. Deine kleinen Perlen sind so süß. Oh, danke, Leon. Wie fandet ihr unsere Maniküre? Schreibt uns, welche Maniküre ihr am schönsten fandet. Eine Chilischote oder ein Kuhmuster? Die Nägel mit Maisstärke bestreuen oder sie mit Küssen dekorieren? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.